Moin und herzlich willkommen wieder bei Strategie Command. Erster Weltkrieg, mehr Spieler gegen den Gefährten von Joyforce. Und schauen wir mal, was da im Osten Österreichs passiert. Dieses riesige Chaos ist nicht schön und die Briten setzen hier zur Gegenoffensive an. Das ist auch nicht gerade schön. Da müsste man auch mal was machen. Hat sich doch gelohnt, den nach München zu stellen, den Aufklärungsbomber. Bevor die Russen kapitulieren, gefühlt machen sie noch mal so viel Ärger. Haben inzwischen auch Infanteriewaffen 1. Hat das langsam jeder außer den Deutschen. Schauen wir mal, wie sich das wieder alles in Ordnung bringen lässt. Ja, doch leider ein bisschen was verloren bei Österreich und den Osmanen. War ein bisschen weiter, sehr schön. Ja, Unterstützungsroute dahin in einer Artillerie. Immerhin ein neues Korps. Immerhin. So, jetzt müssen wir das irgendwie regeln, der... SAQ kann natürlich nicht einfach jetzt hier stehen bleiben, wenn es einen Gegner vor der Nase hat, sonst gehst du mal nach Jerusalem zurück. Du verteidigst den Ort hier. Oder versuchst es zumindest und die würde ich gerne alle verstärken, dass sie das möglichst lange durchhalten. So, hier können wir eigentlich so stehen bleiben für den Moment. Briten halt da drüben, unsere Leute da. Das passt schon. Und wie sieht es hier aus? Können wir... Er hat eine Versorgung von 2. Ich meine, wenn wir noch einen Moment warten, würde er noch schwächer werden. Dabei mal dahin, damit der wieder ein versorgtes Gebiet kommt. 20%, ja. Wir können einfach einen Moment warten. Dann geht er ja langsam drauf. So, wie sieht's hier aus? Würde ich schon gerne langsam die Stadt da nehmen. Aber mir jetzt ein 2-2 ist gerade nicht drin, weil es zum Teil die auch nur Abteilungen sind. Aber wir können den Reiter angreifen und den Ort nehmen. Das ist gut. Ich hier doch noch irgendwann gerne noch ein Korps, aber... Andererseits ist es auch gut, wenn die hier oben noch mit aushelfen und alles platt machen. Irgendwo noch ein Ort zwischen? Ja, da oben. Okay. Und das Osmanische Korps kommt daran, dass die Osmanen hier unten angreifen. Warum nicht? Genau, sollten auch mal umhauen.
Nur ein 1-1, aber die Einheit ist ja auch schon ziemlich kaputt. Genauso wie der, der. Oh, der hat ein 2-0. Dann kann er immer noch in Sicherheit. So, ihr habt jetzt alle eure. Er hat noch einen Angriff. Da könnt die feindliche Abteilung hier platt machen. Der hätte noch einen Angriff, aber der ist auch schon ziemlich hinüber. Wir sollen mal ein bisschen vor, einfach den Ärger machen. Ja, das heißt, von der serbischen Armee ist dann demnächst so gut wie nichts mehr übrig. Sind natürlich noch hier irgendwie die Verbündeten, aber demnächst dann mal alles bereit machen, die Hauptstadt zu erstürmen. Dann funktioniert das an der Ecke doch schon mal ganz gut. Ja, wo es weniger funktioniert, ist hier drüben. Hat er die gekesselt? Ja. Macht's nicht besser. Ich will mal irgendwo anfangen, wo es gut aussieht. Zum Beispiel eben in Riga. So, das war ein nationales Moralziel. Dürfte das nochmal ganz schön absacken und wir können hier zur Not eine Abteilung verlegen. Das sollten wir wohl auch machen. Dann zum Beispiel hier einfach durchlaufen. Okay, kümmern wir uns um die unangenehmen Paar. Du bist nur eine Abteilung. Würde sich auch dem gegenüber mal verschanzen. Ja, so richtig viel könnt ihr hier drüben ja nicht machen. Nur für Lohnen auch nicht. Also, wir jetzt Schwächsten in den Ort stellen, aber was ist, wenn wir den Ort dann erobern? Obwohl, du verschanzt dich und du versuchst hier einfach nicht drauf zu gehen. Ihr schirmt den hier ein bisschen mehr ab. Könnt in der Ecke leider gerade nicht viel mehr machen. Hier stehen ja zum Glück Einheiten rum. Kann der da hin? 1, 2, 3, 4? Nee. Aber es ist ja trotzdem schön, hier jemanden zu haben irgendwie. Und auch sonst, die sollten mal geschlagen werden, dass wir hier uns darum kümmern können. Wie kommt man denn jetzt effektiv zu denen durch? Alter, du kannst mit dran, über nur 2-1. Dann schlagen wir den und versuchen das Haku platt zu machen, irgendwie so in die Richtung. Das war jetzt unglücklich. Wer war das glücklicher? Du kannst sogar mithelfen. Auch wenn es nicht so viel bringt. Tja, wer hat jetzt noch seinen Angriff? Du hast noch einen Angriff, aber das reicht irgendwie nicht, um den Platz zu machen. Gut, Haku ist platt, aber wir kommen da leider trotzdem noch nicht durch. Ja, ich meine, wir können ja auf jeden Fall noch ein bisschen draufschlagen auf alle. Diese Scherenverluste, das dürfte die russische Moral nicht mehr sonderlich lange mitmachen. Haken ist, wir kommen. Vielleicht zieht sich der Reiter zurück. Nope.
Könnten natürlich noch hoffen. Nee, Reiter zieht sich immer noch nicht zurück. Dann sind hier bald auch von unseren eigenen Leuten gefühlt nur noch Reste über. Aber die werden das hier nicht mehr sonderlich lange halten. Hoffe ich jetzt einfach mal. Und die russische Moral müsste ja auch immer kaputter werden. Theoretisch. So, hier, wir könnten kleine Gegenoffensive. Könnten aber auch Spaß einfach denen ein paar Orte wegnehmen. Selbst wenn sie den zurückkriegen. Einfach so aus Spaß, weil die hier jetzt keine Versorgung haben im nächsten Zug. Selbst wenn er sich den Ort nämlich zurückholt, fangen die hier. Beziehungsweise die Orte sind groß genug, glaube ich, aber die werden nicht sonderlich viel Versorgung haben, sagen wir so. Tja, steht da eigentlich jemand drin? War ja klar. Ich wollte nur mal kurz nachgucken. Wir hätten hier sonst noch einen Chor im Angebot. Gut, wenn du vielleicht nach Tarnow gehst. Nur so sicherheitshalber. Schon verschanzt, du verstärkst dich mal. In Lemberg. Verstärkst dich lieber auch. Du musst auf jeden Fall durchhalten. Irgendwie. Auch. Ach, du warst aber bei den Italienern nochmal. Die Russen kurz vor Schluss machen die nochmal so richtig Ärger. Naja, die Italiener machen auch ganz schön Ärger. Weil sie vor allem einen Ort hier drüben haben. Jetzt plötzlich auch wieder minimale Versorgungswerte und gerade dieser französische Reiter nervt jetzt ganz schön rum. Der natürlich auch. Ja, also du musst da eigentlich auf jeden Fall weg, sonst musste die neue österreichische Einheit hier vielleicht rein. Aber nach Graz muss auch jemand. Können wir uns hier sonst noch was ausleihen? Ja. Gut. Hier unten, da dürfte eigentlich nicht reinkommen. Wegen dem Hochgebirge. Auch da ist so viel Hochgebirge. Tja, was ist mit diesem Reiter? Wobei, der hat keine Versorgung. Er kommt nicht weit. Okay, dann hält die Ecke erstmal. Das heißt, wir haben so zwei Probleme hier drüben und hier, aber auch zwei positive Seiten hier. Und hier, wo in ein paar Zügen so einiges an Einheiten frei werden dürfte. Hoffe ich einfach mal jetzt. Ach, die Franzosen haben natürlich auch schon Infanterie 1. Könnten einfach trotzdem mal versuchen, den anzugreifen, wobei der Aufklärungsbomber natürlich weg ist, weil er hier einmal als Garnison gebraucht wurde. Auf den haben wir eh schon einen 3-2. Da würde ich es mal versuchen. Ah, sehr schön. Auch durchtauschen, platt machen. Dann könnte der noch rein. Der hätte nämlich noch einen Angriff, den ich eigentlich auf das Saku setzen wollte. Schade eigentlich. Aber wir können ja auch mal versuchen, das Feld zu erobern. Müssen hier auf Dauer eh noch ziemlich viel Boden gut machen. So. Das hält hier ansonsten, glaube ich, erstmal. Du kannst wieder nach vorne kommen. So, hier jetzt irgendwas los. Ja, dezent. Einiges.
Land. Oh, das ist Wahnsinnskontrollzone. Keine Ahnung, ob man da wieder zurückkäme. Jetzt schon mal dieses U-Boot da vertreiben könnte. Er will aber einfach nicht wegtauchen. Auf dem Feld. Ja, man kommt jetzt schon ein Feld billiger ran. Ich will es mal versuchen. Kommt in den Hafen zurück. Ich fürchte, wer ihn jetzt noch angreifen kann, käme nicht mehr so recht zurück. Aber gut, was soll's. Wir hätten dann hier am Schlachtschiff nochmal Schaden verpasst und alle anderen, die sind dann erstmal wieder in Sicherheit. Hier so viele haben. Ach, wird noch eine neue Artillerie. Die, ich meine, wir haben hier drei Einheiten dran. Hier sogar vier Einheiten. Dann gehst du mal dahin. So, was brauchen wir ansonsten? Liebe Österreicher, ihr braucht Einheiten, die sich überall einfach in den Weg stellen. Der Osmane kann meinetwegen die Abteilung zurückkaufen. Und so wie das gerade läuft, würde ich auch beim Deutschen gerne einiges kaufen. Gut, Industrie bleibt noch maximiert. Aber ansonsten bitte kaufen. Vielleicht auch mal Gebirgsjäger hier für die Alpen. Ich meine, das passt punktetechnisch auch noch so gerade. So, nochmal ein kurzer Blick. Der Reiter hier hat 5 Punkte, aber kann sich hier ein... Ja, dahin. Ich gehe nicht davon aus. Wir haben das erobert, unschön, aber okay. Ich glaube auch da reizt diese Orte zu sichern. Wenn nicht, werden wir es gleich im nächsten Zug sehen. Und auch der kann da nicht hin. Gut, und wenn wir irgendwas haben, das den Aufklärungsbomber in München noch ablösen könnte... Bei der hat ja gar kein Ziel. Du kannst hier mal näher ran. Ja, aber die haben alle was gemacht. Der musste als Garnison bleiben in dem Ort. Die kommen nicht weg. Die sind leider angekesselt und werden geschlagen im nächsten Zug. Ah ja, der wurde auch bewegt. Also ich werde jetzt langsam... nicht nach München. Langsam sehr, sehr dankbar dafür, wenn die russische Revolution jetzt mal zuschlagen möge. Würde das ja doch langsam sehr entspannen. Okay, die haben Artillerie, aber anscheinend immer noch nicht das Upgrade. Das ist gut. Und dann passt du da halt weiter auf. Was soll's. Komm, und dann gehe ich auch den Zug beenden. Ja, russische Mauer wird gesenkt. Gasgranaten 1, das hat auch lang genug gedauert. Immerhin, man merkt schon 600 Punkte. Österreich fast 300. Die Punktzahlen sind gut, die Lage hier ein bisschen unschön. Aber ich hoffe, das hat alles gereicht, um da jetzt zuzustopfen. Und dann an dieser Stelle erstmal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Bis denn.